Liebe Jagd, Natur und Hundefreunde, herzlich willkommen und ein kräftiges Wertmanns Heil zu meinem ersten Jagdvideo. Heute geht es zusammen mit Bastian raus auf Rehwild in einem wunderschönen Niederwildrevier hier in Nordrhein-Westfalen. Normalerweise jage ich im Hunsrück und in Rheinland-Pfalz, habe ich aber jetzt seit geraumer Zeit auch die Möglichkeit, quasi direkt vor der Haustür in einem Niederwildrevier vorzugsweise auf Raubwild zu jagen. Nach der letzten Rehkitz-Aktion hat mir der Bestände aber auch hier einen Rehbock, einen Spießer, ungefähr Lauscher hoch freigegeben. Und genau auf diesen sind wir heute aus. Es geht geradeaus durch den noch nicht gedroschenen goldenen Weizen zu der Kanzel, später noch über einer Wiese. Es ist unser erster gemeinsamer Ansitz und ich bin gespannt, was uns am Ende des Tages in Anblick kommt. Jetzt heißt es für Bastian nämlich leise sein, Ruhe einkehren lassen, Augen auf, Ohren auf und warten, ob und was austritt. Das weibliche Rehwild schien in diesem Spätsommerabend wirklich sehr aktiv zu sein. Schon nach kurzer Zeit kam das nächste Stück uns im Anblick und bescherte uns eine gemeinsame schöne Zeit von Birken, aber keine Spur.
Und als wir nicht mehr dran geglaubt haben, betrat dieser Spießer die grüne Bühne. Ein erstes Ansprechen auf 150 Meter schien vielversprechend. Und so hieß es nun für Bastian und mich: warten, ob er noch ein Stück näher kommt. Wie erhofft und in der Schnur gezogen, kam der Bock auf uns und die Kanzel zu. Ich nahm die Noppe derweil im Anschlag. Bastian hat den Bock keine Sekunde aus den Augen gelassen. Und in dem Moment, wo der Bock nahezu bereit stand, verschwand er für mich aus dem Glas hinter dem Apfelbaum, verdeckt von Zweigen. Wenn man in Sachen Jagdfilmerei noch nicht eingespielt ist, dann passiert genau das, was jetzt passiert. Ich habe mit der Waffe gegen die Brüstung geschlagen. Der Bock hat uns mitbekommen, ist abgesprungen, verweilte kurz. Aber ich habe es nicht geschafft, aufgrund der Enge die Waffe nachzuführen und den Bock zu erlegen. Auch das ist Jagd. Der Bock hatte Glück. Wir hatten viel Anblick, viel Spaß, aber kein Wasser. Und wenn du am Ende eines Ansitzes dann noch einen solchen Anblick hast, einen solchen guten Bock, und er bis auf 30 Meter an dir, an der Kanzel vorbeigeht, weißt du, das ist Jagd, dafür gehen wir raus. Nicht nur um Strecke zu machen, sondern um Anblick zu genießen, die Natur zu genießen und einfach eine schöne Zeit zu haben. Mit den Bildern vom Rückweg möchte ich mich für euer Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und viel Waldmannsheim.